Moin und willkommen beim neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, und heute geht es mal wieder um das Thema Smart Home. Im Grunde genau geht es um smarte Türschlösser. Und wie ihr seht, habe ich hier das Nuki Smart Door Lock montiert. Aber um das soll es gar nicht gehen, weil ihr seht schon, das ist ein recht klobiges Gerät. Nein, ich möchte mit euch über das TD Smart Lock reden. Das ist tatsächlich so klein, dass es gerade in meine Hosentasche passte, wie ihr seht. Und was da der große Unterschied ist und ob es einen Unterschied gibt auch zum Nuki, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Es ist nicht nur die Größe, sondern noch ein paar andere Themen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht es sofort los. So, bevor ich euch jetzt zeige, wie man so ein Nuki demontiert, weil das muss ich natürlich machen, einmal meine Beweggründe. Ja, bei mir ist es so, das Auge guckt mit und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe jetzt hier das Nuki in der Variante 2.0. Es gibt inzwischen schon weit neuere Varianten. Es hat einen Grund, also einmal ist mir die Größe, ich finde es halt, wie gesagt, echt klobig hier mit dem Batteriekasten unten dran. Dann ist es recht laut, das ist aber vertretbar, einfach weil er natürlich einen kräftigen Motor braucht, um den Schlüssel zu drehen. Da weiß ich jetzt nicht, ob die neuen Varianten dort etwas besser funktionieren und leiser sind. Ich finde das Nuki jetzt hier, wie gesagt, sehr laut. Und ganz im Ernst, ich muss schon mal aus der Tasche raus. Das sieht doch einfach viel cooler aus, ne? So, also lege ich mal eben dahin, kommen wir gleich zu, weil ich möchte mal eben das Nuki demontieren. Ja, dazu habe ich schon mal den Batteriekasten und die Batterien, die da drinnen waren, rausgenommen. Ne? Das ist hier der Kasten, der ist hier unten drinnen montiert, den kriegt ihr so raus. So, dann ist da drinnen ein gelber Hebel. Mal gucken, ob ich den jetzt so finde. Ja, da ist er. Das ist hier, dieser gelbe Hebel hier. Den muss man drücken und dann kann man es einfach abnehmen. So, jetzt seht ihr hier, ich nehme euch mal eben mit, schon das Ankerblech hier. Das ist, je nachdem, welche Variante ihr nutzt, müsst ihr entweder das mit der A nehmen oder das B nehmen. Das hängt davon ab, wie weit raus guckt denn hier der Schließzylinder selber. So, Schlüssel habt ihr gesehen. Ja, das ist der Schlüssel, ne? Ihr solltet immer eine Schließanlage mit Notschließung haben. Ne? Also ich habe die getauscht, damit ich das eben habe. Und hier ist eine Schraube dran an der Seite. Ist auch alles machbar. So, und dann ist das Ganze hier nämlich nur mit 3 Madenschrauben befestigt. Also wenn man ein Nuki montiert und länger als 20 Minuten braucht, dann ist man wirklich unbegabt technisch. Also das ist sowas von einfach. Ich bin da immer wieder begeistert und ja, ich löse jetzt mal eben die Madenschrauben und dann geht es um das Thema TD Smart Lock. So, die sind im Mercedes-Benz Sterndesign angeordnet. Sprich, ich muss sie von jeder Seite mal eben einmal anlösen. Oh, siehst du, das war's, ey. Einen gelöst und schon rutschen die anderen runter. Ja, war vielleicht nicht ganz so fest, wie sein soll. Na, wie denn? So. Was aber natürlich ist, wenn man jetzt den Schlüssel wieder reinsteckt, und das zeige ich euch mal eben, auch das TD Smart Lock hat jetzt hier oben so einen Schlitz, der im Prinzip da drauf kommt. Und jetzt will er den Schlüssel drehen. Aber ihr seht schon, das passt nicht wirklich. Was muss man da denn bitteschön machen? Ja, und da kommen wir jetzt dazu, dass die Installation des TD Smart Locks natürlich viel, viel umfangreicher ist. Sie dauert einfach etwas länger als das, was ich von Nuki kenne. Denn wir müssen als allererstes einmal den Schlüssel absägen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir müssen den Schlüssel absägen. Und da habe ich mir was vorbereitet. Ja, ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, woher wisst ihr überhaupt, wie weit ihr diesen Schlüssel abschneiden müsst. Das ist ganz einfach. Und zwar gibt es diesen Adapterring für eben die eigene Schließung. Ne? Übrigens, es gibt von TD auch einen Schließzylinder ohne Schlüssel dementsprechend. Da müsst ihr keinen Schlüssel zurechtsägen. Da ist das alles so vorbereitet, dass auf der Seite hier nach innen in die Wohnung ist schon die Vorrichtung drin montiert, die dann vom Türschloss gedreht wird. Ne? Das
Ich wollte es extra eben genau so nutzen, ist die Variante Do-It-Yourself. Ihr habt diesen Adapterring hier und ihr müsst im Prinzip den Schlüssel montieren, dann müsst ihr den draufsetzen und dann müsst ihr hier im Inneren des Kreises müsst ihr mal eben den Schlüssel anzeichnen. Das heißt, der Adapterring sitzt dann hier so drauf, so. Und dann muss ich eben hier mal eben den Kreis ziehen. So, wenn der Schlüssel dann jetzt zurechtgeschnitten ist, dann muss dieser TD-Euro-Adapter hier für die europäischen Schlösser, muss dann wieder mit dem Türknauf montiert werden. Das heißt, ihr habt ja hier den Türknauf, so. Und das Ganze muss dann miteinander kombiniert werden, zusammengeschraubt werden, so. Das mache ich mal eben. Und wenn ich soweit bin, dann können wir das Ganze auch hier montieren. So, das ist der Euro-Adapter. Hier hinten zwei Gewinde. Der hat zwei Löcher drin. So drauf legen, dass es genau passgenau ist. Aber das merkt ihr auch. Also ihr habt hier so Markierungen, also hier so eine Nut. Und hier habt ihr genau im Prinzip die Feder dazu. Das heißt, wenn das montiert ist, sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, ihr habt hier so einen Übergang, wo Nut und Feder ineinander greifen. So, also wenn wir das soweit haben, dann gibt es hier zwei Schrauben. Fertig ist das Ganze. Ist montiert, ist fest. Ne? Also ruhig nochmal hier auch wirklich mit den Torx so richtig nachziehen, damit das auch wirklich fest ist. So, und jetzt können wir im Prinzip wieder ans Türschloss gehen. Ihr habt jetzt hier diesen Schlitz da drin, der dann eben dementsprechend den Schlüssel aufgreift. Und hier oben ist eine Mahnschraube. Da. Damit wird das jetzt gleich befestigt. Und jetzt müsst ihr beim Aufstecken im Prinzip darauf achten, unten die Phase greift hier drüber über das Euro und dann senkrecht drauf. So, dass es fest ist. So. Eine Ewigkeit später. So, also, nachdem ich jetzt wirklich lange gebraucht habe, um das Ganze hier in Betrieb zu nehmen, also quasi hier diese Mahnschraube festzudrehen, das ist wirklich nicht schön. Ist es fest? Ich habe jetzt auch 2 Sekunden mal gedrückt, dann leuchten jetzt hier so Lämpchen und so weiter. So, und dann müsst ihr in die App gehen und QR-Code scannen. Der ist auf der Anleitung drauf. So, machen wir das Ganze mal. Zack. Verbindung zum Schloss herstellen. Bin mal gespannt. Update. Gerät wird aktualisiert. Bleiben Sie in Bluetooth-Reichweite. Eine Ewigkeit später. Montagestart. Wurde das Schloss bereits der Bedienungsanleitung installiert? Ja, ich hoffe, ich habe es gemäß der Bedienungsleitung installiert. Schritt 1 von 2. Geschlossen. Bringen Sie das Schloss in die vollständig verriegelte Position. Der Türriegel sollte vollständig ausgefahren sein. Tippen Sie anschließend zum Fortfahren unten auf den Button. Also, ich glaube auf den Button hier. Öffnen Sie die Tür, bringen Sie das Schloss in die vollständig entriegelte Position. Wenn Sie keinen Türgriff auf der Türaußenseite haben, kann das auch. Ja, also da geht es jetzt darum, das Schloss bei Bedarf automatisch die Türfalle beim Öffnen einziehen. Sie können das später einstellen ändern. Ja, einziehen. Öffnen Sie die Tür und können entriegeln. Sieht das Schloss. Ich öffne die Tür und das war's. Okay. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Es hat sich jetzt hier fertig eingerichtet. Ich zeige euch das jetzt mal eben, wie es in der App dann fertig aussieht. Dazu mache ich mal eben eine Bildschirmaufnahme, dann könnt ihr das hier auch gut sehen. So, also,
Ihr seht jetzt, es ist geschlossen. Und jetzt möchte ich mal eben mit euch über das Thema Geräusche reden. Also ich habe beim Nuki ja wirklich gesagt, dass es mir zu laut ist. Insofern, wir öffnen es jetzt einfach mal. Das ist so leise. Wirklich, das ist so leise. Und jetzt hier, er macht es gleich, dass ich die Tür auch öffnen kann. So, so viel dazu. Ihr habt jetzt hier übrigens auch die Meldung dann gleich von HomeKit. Ich habe es natürlich gleich in HomeKit integriert. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Und wenn ich jetzt hier nochmal raufgehe, dann könnt ihr auch sehen, wann ich hier geöffnet habe und geschlossen habe. Übrigens hier seht ihr, es war 18:30. 18:17 habe ich das Ganze schon mal gedreht, um dann festzustellen, dass der Ton weg war, weil Mikrofon irgendwie plötzlich ohne Strom war. Ist egal, also nehmen wir das Ganze nochmal auf und ich erzähle euch das Ganze doppelt. Ist ja auch gar kein Problem. Also hier seht ihr so eine tatsächliche Übersicht, was, wann, wo geöffnet wurde. Auch wenn ihr zum Beispiel Menschen habt, die sich im Urlaub eure Blumen kümmern sollen oder was weiß ich, da könnt ihr die App nämlich freigeben und könnt dementsprechend zum Beispiel sagen, ich möchte, dass andere zum Beispiel hier auch drauf zugreifen können. Ne? Ihr seht hier die ganzen Protokolle, Benachrichtigungen und so weiter. Und wie gesagt, ihr könnt halt dementsprechend auch anderen Personen das weitergeben, Zugangskontrolle so, und dann könnt ihr hier auf Einladen gehen, dann kriegt er eine E-Mail und dann kann der sich auch Zugang zu eurer Wohnung verschaffen. Jetzt hier im Mieter muss er natürlich gucken, wie er unten reinkommt, aber das sei mal kreativ überlassen. Und alternativ zu dieser ganzen Freischaltgeschichte, wenn jetzt jemand nicht unbedingt affin ist, was Smartphones angeht und so weiter, könnt ihr natürlich auch, ich gucke mal aufs Display, jetzt gucke ich mal zur Seite, ein neues Gerät hinzufügen und neben dem Pro und dem Lock Go und der Bridge habt ihr das Keypad. Ja, und das Keypad, das habe ich auch schon installiert und das zeige ich euch mal eben jetzt. So, wir befinden uns jetzt im Flur vor der Tür und ich rede ein bisschen gedämpfter, ich will die Nachbarn jetzt auch nicht nerven, weil ich jetzt hier irgendwelche Videos machen muss. Aber ihr seht hier das Türschloss und dementsprechend kann ich das jetzt hier öffnen mit einem geheimen Geheimcode. Eins. 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 Zwei. 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 Drei. 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 Vier. 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 Fünf. 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 Tada! Seht ihr? So, und somit habt ihr den Vorteil, dass ihr genau so ein Keypad auch bei euch natürlich verwenden könnt und zum Beispiel euren Eltern, die vielleicht schon Ü70 sind, Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Die können natürlich auch den klassischen Schlüssel immer noch benutzen. Das habe ich eingangs erwähnt. Wenn ihr einen Schließzylinder nutzt, der eine Notschließung hat, ne, dann kann man von beiden Seiten dementsprechend mit dem Schlüssel reinkommen. Wie gesagt, wenn man jetzt den Schlüssel auch vergessen hat, dann hat man immer noch die Möglichkeit, über das Keypad reinzukommen. Da sind viele Batterien drin. Auch die würden überwachen über das System. Das heißt, wenn die Batterien ein bisschen eng werden, dann könnt ihr die natürlich mal eben schnell wechseln. Genau wie das TD übrigens. Ja, anders als beim Nuki sind nämlich da keine normalen Batterien drin, sondern es wird geladen. Und das möchte ich euch mal eben zeigen, wie das funktioniert. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Da haben sie tatsächlich mitgedacht und sich was einfallen lassen. Und das zeige ich euch mal eben. Oh Gott, wackelt das hier. Oh, Leute, hier oben ist noch mein Chaos. Ist egal. Also, auf der einen Seite habt ihr einen ganz normalen USB-Anschluss hier. So, Fokus. Ne? Den könnt ihr überall verwenden. Jedes Smartphone hat in irgendeiner Form sonst jetzt hier inzwischen einen Stecker. Und ja, das Ganze schließt ihr dann an euer Smart Lock an. Und zwar, wenn ich mal eben drehe, da seht ihr, dass da so ein kleiner Schlitz ist. Der Schlitz hier, der Fokus, Fokus, Fokus. Ah. Ja, also ja, ich glaube, ihr habt es gesehen. So, und in diesen Schlitz kommt dieses Ding hier rein. Also es ist so klein, es ist wirklich fingernagelgroß. Und das ist das andere Ende vom Ladekabel. Warum ist das einzeln? Ganz einfach. A, es ist magnetisch. Habt ihr gesehen, ne? Nochmal, vielleicht vom weißen Hintergrund. Zack. Hat den Vorteil, dass wenn ihr jetzt das Schloss lädt, sagt man das, lädt, ist egal,
Und von draußen kommt jemand rein, dass sich das Ganze nicht da rumtüdelt, ne, so verwickelt und irgendwas hier irgendwo Chaos fabriziert und den Motor überhitzt. Nee, es reißt einfach ab. Das ist wie damals Apple bei den MacBooks hatte oder jetzt wieder mit dem MagSafe. Das heißt, bevor jemand übers Kabel stolpert und den Mac runterreißt, löst sich hier das Ladekabel und nichts passiert. Und genauso ist das hier auch beim TD. Finde ich eine sehr clevere Lösung. Und wie gesagt, USB-Anschluss oder so weiter, den hat man immer. Müsste mal überlegen. Ich gucke gerade mal, hat die Fritzbox ein? Die Fritzbox hat keinen. Ja, irgendwo finde ich schon Strom. Also, hat die Fritzbox eigentlich keinen USB-Anschluss? Alles egal. Ihr habt vielleicht eben in der App gesehen, dass es neben dem Keypad auch das Lock Go gibt. Also das TD Lock Pro ist das hier und das TD Lock Go ist etwas größer. Das ist Meta-kompatibel und Obacht, da braucht ihr den Schlüssel nicht abzusägen. Es ist einfach vom Durchmesser her so groß, dass es dann den ganzen Schlüssel auffasst. Wie gesagt, kann das hier jetzt hier nicht, aber ihr habt gesehen, so umständlich war es nicht. Das Umständlichste war tatsächlich, oben diese Madenschraube zu befestigen, aber auch das habe ich hingekriegt, bin ja nicht nur Ingenieur, sondern auch ausgebildeter Industriemechaniker. Wäre ja gelacht, ne? Aber ohne Scheiß jetzt, also die Installation bei einem Nuki geht 10-mal schneller. Aber dafür, wie gesagt, es ist deutlich, deutlich leiser, hat die kleinen Vorteile. Wie gesagt, ist HomeKit-kompatibel, das war mir ja wichtig. Und es sieht einfach viel geiler aus, ne? Ich zeige euch das einfach nochmal eben zum Abschluss. Das hier ist jetzt ja das TD Pro. Das ist das Nuki. So sieht das dann aus. Und wenn ihr jetzt... Also von daher finde ich das so schon schöner. Gut, soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, das Keypad habe ich euch auch gezeigt. Ist eine ganz tolle Lösung eben für die Menschen, die dementsprechend hier auch Zugang wollen, weil das Handy jetzt leer ist. Wie ist immer die Argumentation? Ja, was machst du denn mit so einem Türschloss, wenn das Handy leer ist? Ja, dann habe ich hier ein Keypad. Oder den Notschlüssel im Auto. Ja, das möchte ich nochmal eben sagen. Diese moderne Technik ist wirklich toll und gut, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, so heißt der Spruch. Und wenn ihr dementsprechend leeres Handy habt und das Keypad wurde gerade geklaut, warum auch immer, das ist mit 3M fest, das kriegst du so schnell nicht abgerissen. Dann kommst du angeblich nicht mehr in deine Wohnung. Deswegen deponiert immer irgendwie einen Ersatzschlüssel bei Freunden, Verwandten oder im Auto. Auch das kann man machen. Wenn ich draußen bin, dann nehme ich einfach einen separaten Schlüssel mit. Ich habe dann hier so ein Darth Vader Schlüsselbund hier. Da ist er. Und da sind der Schlüssel von meinen Eltern dran. Da ist der für einen Briefkasten dran, für einen Keller und so weiter. Den stecke ich mir eben ein, wenn ich draußen ein bisschen spazieren gehe. Das ist dann auch in Ordnung, komme ich unten auch rein. Und wie gesagt, man kann jetzt auch noch eine ortsabhängige Schließung machen. Das heißt, wenn du hier vorne vorkommst, dann mit einem GPS weiß er, okay, du bist in der Nähe. Und dann schließt er auf, wenn du... hier in der Nähe mit Bluetooth den Radius erreicht. So, das muss ich aber nochmal separat ausprobieren. Ich weiß nicht, wann er das aufmacht. Es wäre dumm, wenn ich unten bin und er hier oben die Wohnung öffnet. Ne? Also wenn, dann möchte ich es wirklich haben, dass wenn ich oben die Treppe erreiche oder beim Fahrstuhl oben ankomme, dass er dann erst die Tür öffnet. Sei es drum, ja, so viel erstmal zum Thema TD. Wie gesagt, klare Empfehlung gegenüber Nuki. Ich finde es deutlich kompakter, deutlich leiser. Preislich liegen sie da, also liegen sie auf einem ähnlichen Niveau. Wie gesagt, ihr müsst nur den Schlüssel irgendwie abschneiden, aber das ist auch echt kein Hexenwerk. Und dann finde ich, ist es eine hervorragende Lösung und mit dem Keypad nochmal eine geile Ergänzung. So, soll es gewesen sein. Genug gelabert. Euch noch eine schöne Zeit. Bei mir gibt es demnächst weiter mit Smart Home. Ich habe mit Holger Laudelei ein Balkonkraftwerk installiert. PV installiert, würde ich sagen. Das war jede Menge Spaß. Auf das Video könnt ihr euch freuen. Und ja, bleibt einfach dran und dann verpasst ihr nichts. In diesem Sinne, Daumen hoch, gebt mir ein Like, erzählt mir was Schönes und wir sehen uns dem Tage. Tschüss!